Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon online. Das hängt damit zusammen, dass ich ja die Quarry mal fertig baggern lassen wollte, um die dann entsprechend da hinten an andere Positionen hinzusetzen. Muss doch hier bald mal fertig sein. Tierische Geräusche. Jetzt nichts mehr passiert und so. Zu weit weg. Aber er kratzt da echt noch die letzten Reste raus. Wir hoffen, dass er dann bald mal fertig ist. Viel kann es ja wirklich nicht mehr sein. Sollte vielleicht auch nochmal nach der Kiste gucken gehen. Na? Komm doch mal her. Vielleicht kann ich dich da auch runterschubsen. Tschüss. Hallo Max. Die Türen finde ich ja so witzig. Sind ähnlich wie Plöppfolie. Geht das nicht? Ach, rot heißt zu, oder was? Aha, so geht das. Oh, nee, das ist mir schon zu kritisch. Aber zu ihm kommen wir später noch. Könnt ja hier nochmal ein bisschen Erde abbaggern, weil so ein bisschen werde ich ja noch brauchen. Quasi als Plateau nachher für die Quarry selber und die Maschine oder Pumpe oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Die dann hinsetzen kann. Muss ich dann wahrscheinlich da so ein paar von den Dingern wegkloppen. Aber dann haben wir es hier quasi in einer Flucht. Gell? Wenn es mal voran machen würde. Schon. Ich will jetzt doch nicht auf den letzten Metern schlapp machen. Könnt natürlich auch nochmal eben gucken, was denn da noch so an Ressourcen bei rumgekommen ist. Und was denn hier die andere Quarry noch so macht. Oder eben auch nicht. Weil wegen zu weit weg. Ah, doch, sie arbeitet. Vorhin ist der Server auch nochmal abgestürzt. Oder was heißt vorhin? Heute Nacht irgendwann. Muss ich den erstmal wieder in Gang setzen. Ist so ein bisschen dieselartig. Der springt da nicht direkt beim ersten Mal an. So. Muss man erst vorglühen, will ich nicht sagen. Aber mal so ausglühen lassen. Ja, entwickelt doch schon eine ganz schöne Wärme, das ganze Gerät. Jetzt auch nicht wirklich auf Silent ausgelegt. Kann natürlich auch was Beruhigendes haben. So dieses sonore Summen. Wenn man sich davon ganz leicht auf der Couch in den Schlaf wiegen lässt, mehr oder weniger. Ja, so viel ist es jetzt nicht. Das wird dann da erstmal intelligent umgelenkt in lecker Pupukaka verwandelt und die
dann als zusätzlicher Treibstoff für den Massenfabrikator. Ja, doch. Ein bisschen kommt schon was bei rum. Das sieht natürlich auch freaky aus. Wenn man hier in so einem Wald drin steht. Und hier überall. Überall Wasser runterkommt. Na, haben wir noch irgendwelche Freaks aus dem Busch hier? Ja, da. Zack. Da ist er Geschichte. Und wie mir da... Oh, sind das viele, ey. Ist ja unglaublich. Einmal reinhalten, bitte. Kommt her, ich erlöse euch. Erneuerung. Ja. So viel zu dem Thema. Natürlich ist es trotzdem immer noch schwierig, irgendwie Level zu sammeln. Muss doch bald mal fertig sein. Hello, the awesome guy with glasses. Nice nickname. So, zack. Ist jetzt fertig? Ist fertig. Er ist fertig. Sehr gut. Können wir es ja abbauen. Nicht wegglitschen. Nein. Scheiße. Oh, so ein Mist. Wo ist das Ding hingefallen? Irgendwann musste sowas mal passieren. Ey, komm schon. Die war total teuer, ey. Mist. Habe ich die Quarry verloren. Den wichtigsten Baustein überhaupt. Ohne das funktioniert der ganze Rotz ja nicht. Seh schon, es wird ein prächtiger Abend werden hier heute. Vielleicht sollten wir hier mal anklopfen. Hallo, haben Sie eine Quarry gesehen? Ne, hier brennt auch schon der Dachstuhl. So ein Mist, ey. In den großen Void gefallen. Tja, ein so ein Klötzchen, das sieht man noch nicht unbedingt hier im Wald. Könnt ja den Wald roden, aber bis ich damit fertig bin, ist auch das Ding despawned. Ja, so ein Mist, ey. Doof. Nee, auf dem Kanopi ist auch nix. Oh. Oh, nee, ey. Muss ich mir eine neue bauen? Könnte ich gerade mal eben abkotzen. Ah.
Tja, hilft alles nix. Keine schöne Festung. Oder vielmehr die Steine davon. Wenn wir keine Quarry haben. Steinbruch. Ich benutze immer noch das englische Wort. Ich bin's halt gewohnt. Warum riecht denn jetzt hier in der Bude? Muss mir auch mal einer erklären. Das war mit Zahnrädern. Irgendwie eine Diamanthacke. Oh, da haben wir sogar noch ein diamantenes Zahnrad. Eisenzahnrad. Holz werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Diverse Rohstoffe. Wie gesagt, da könnte ich gerade mal eben rückspülen. Steinbruch. 2 Diamanten, 3 Eisen, 1 Redstone, goldene. Eisen, ich glaube, es war da. Da Diamant. Ich armer. Ja, ist lästig. Ich will mir das ja jetzt auch nicht ercheaten. Das sind dann so die Konsequenzen, die der Luxus quasi mit sich bringt. Dass dann auch mal teure Blöcke, Maschinenblöcke verschwinden, kaputt gehen, was auch immer. Muss ja die komplette Fabrikation im Keller auch schon mal neu aufbauen. Beim letzten großen Update, da ging es dann nicht mehr. Weil da irgendwie der Mod für die Advanced Machinery Industrial Craft 2 halt nicht kompatibel war. Das hätte sonst mal wieder die Karte getötet. Und jetzt stecken wir ja auch wieder in einer ähnlichen Zwickmühle. Achso, ja, 3 Diamanten und so. Vielleicht auch noch mehr. 4 wäre nicht verkehrt für noch ein diamantenes Zahnrad. Hölzerne Zahnräder habe ich. Ein Redstone, glaube ich, war es noch, der dann da oben irgendwie drin saß. So. Nee, Quatsch. Holz brauchen wir. Keine Sticks mehr. Scheinbar nicht. Müssen wir uns mal welche machen. Dann diamantene Spitzhacke. Ich werde noch Pflasterstein brauchen. Oder normalen Stein. Ne, ich meine Pflasterstein. Ist ja alles ein bisschen merkwürdig, wie man die Dinger dann baut. So, Stein. Und dann fehlt uns das Eisen. Das ist raffineriert. Eisen brauchen wir mindestens noch 2, meine ich. Cyrus ist in einem anderen Channel, die spielen Creativerse. So heißt nämlich der Klon, von dem ich letzte Tage erzählt habe. Ist nicht so meins. Eisen, Eisen. Gold, Diamant, da kommt die Spitzhacke rein, jetzt brauchen wir mindestens 3 in Gold, 2, 3 und 1 Diamant. Ist schnell gemacht, aber, wie man gesehen hat, ziemlich kostenintensiv. Zack, fertig ist der Steinbruch.
Übrigen Quatsch, mal abladen hier. Sollte mir noch was zu essen mitnehmen. Energie ist auch schon wieder halb aufgebraucht vom Flugring. Ja, ich weiß nicht, wer alles noch im Chat ist. Könnte natürlich sein, dass Cyrus und die anderen zuhören, zu gucken. Ich weiß es nicht. Achso, ja. Die da rein und die da rein. Pflasterstein brauche ich auch nicht mitnehmen. Ja, dann können wir das Gerät ja platzieren. Einfach zurück. Mal gucken. Festplatte vom Server rattert nicht mehr. Gibt mir immer zu denken. Ah, wir müssen doch noch erst zurück. Ich muss noch ein bisschen Kabel und Piepen holen. Noch ein Stück mehr dran setzen. Das soll ja was geben. Gucken mal, Pflasterstein 52. Eine hölzerne brauche ich. Wobei, eigentlich müsste ich eine haben. Habe ich nicht. Auch nicht gut. Nehmen wir mal eine mit. Pflasterstein. Da noch eine. Und eine aus Eisen. Dann können wir da direkt nämlich ja, einen Rückschlag einbauen. Nicht, dass der rumscht. Dann im Zweifelsfall wieder zurückläuft. Axt werde ich erstmal nicht brauchen. Ach, die wahrscheinlich auch nicht. Erde für das Podest. Steinbruch, der Motor, das. Ja, gut. Der Titel heißt Mief und ist von Die Blöden, meine ich. Wiegald Boning und Namen hier einfügen. Ich weiß es nicht mehr. Jo. Ist natürlich nicht so vorteilhaft, dass ich jetzt die Fackel da hingesetzt habe. Zack, und dann ist das da quasi noch rüber gehen. Olli Dietrich, ganz genau. Richtig, so hieß er. Das einfach hier an. So, haben wir uns nämlich einen kleinen Weg gespart. Reise ich dann nämlich hier wieder raus. So, zack, weg. Und hier. Komm schon. Weg. Jetzt nämlich ein paar Meters gespart. Irgendwo anders hin.
dahin. Hä? Warum? Ah. Ja, ist natürlich schlecht, wenn man jetzt keine Markierung hat. Oder keinen Marker in dem Fall. Faulheit siegt. Oder nee, ich hatte es drüben, ne? Drüben. Eingelagert. Mal gucken, ob hier irgendwas rausgeplöppt ist aus den Dingern. Ein Ohrwurm, ja, das kann natürlich passieren. War ja damals auch in den Charts, meine ich. Kommt gar nichts an. Ganz so viele werden wir natürlich nicht brauchen, aber... Na. Quatsch. So, dann nochmal ein Stack mit Kabeln mitnehmen. Oder vielleicht sogar mehr. Könnte nicht schaden. Da ist auch eine. In den RTL-Charts. Ja, ich halte ich für durchaus möglich, ja. Aber es war doch damals so die Phase, auch so mit hier, Gildo Horn und so. Schräge deutsche Welle, könnte man ja sagen. Das ist, Zeit der komischen Musik. Gildo Horn beim ESC und auch hier Stefan Raab mit Wadde Hadde Dude da. Auch ein Meisterwerk deutscher Lyrikkunst. Was habe ich denn heute noch gehört? Also meine Arbeitskollegen haben ja teilweise auch einen sehr extravaganten Musikgeschmack. Unter anderem laufen dann so die schäbigsten Hits der 80er. Also alles, was der musikalische Abfallbehälter des letzten Jahrtausends herzugeben vermag. Das wird dann da in nicht unbedingt erträglicher Lautstärke abgespielt. Fump. So. Ich hoffe, sie hält wirklich so lange am Leben. Dann haben wir Holzpiepen. Jo. Holzpiepe. Ich würde sagen, dann bauen wir auch direkt den Rückschlag ein. Eisernes Transportrohr. So, dann muss das hier noch ein Stück weiter rübergezogen werden. Mal hoffen, ob das... Oder ich hoffe, es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Zack. Ach nö. Naja, ist auch egal. Dann füllt sich der Motor halt mit irgendeinem Schrott erstmal, den er aber im Grunde gar nicht verarbeiten kann. Achso, ja doch, so kann man das machen, glaube ich. Und dann ist da auch nichts im Weg. Jetzt fehlt nur noch
Der Saft. Fump. Und, off we go. Was macht denn der Laser da gerade? Achso. Was machen die Golems? Ja, der eine steht ja da mehr oder weniger nur rum. Im Moment. Gibt's da wohl nichts zu tun. In der Zwischenzeit kann ich ein paar Kirschen naschen. So ein paar frische Kirschen. Wäre ja auch mal bald wieder an der Zeit. Und dann bei beim Papa von Kotzpupe in den Garten gehen. Und da kann man sich quasi unter so Bäume legen. Und da kann man dann, braucht man nur so hochgreifen so und bumm. Und dann hat man so richtig dicke rote Kirschen im Mund. Extraordinär lecker. Zip, zip, zip. Ich kann von hier aus gerade so eben da unten noch erkennen, dass da das Hügelchen ist. Ich will hoffen, dass der Saft bis hier oben reicht. Weil das wird wahrscheinlich das größte Problem sein. Bringt ja nichts, hier am Motor volle Pulle einzustellen, wenn von unten einfach kein Saft kommt. Weil selbst dieses Diamant- oder dieses Lichtwellenleiterkabel noch einen geringen Verlust hat. So. Eine gewisse Verlustleistung. Geben ja nichts mehr wirklich ab, die Bäume. Ist das so? Kommt da nichts mehr runter? Ist das Ding denn da hinten am rumstricken? Was hat denn da für eine Konstruktion? Keine Ahnung, wann so Kirschbäume es hinter sich haben. Also ich weiß, hier quasi hinter dem Haus, wo ich wohne, steht so ein Riesendingen. Keine Ahnung. Bestimmt 15 Meter hoch und also wirklich riesig. Natürlich ein Riesenfestmahl für ungebetene Vögel. Aber da hängen auch so richtig viele Kirschen dran. Ausgeobstet. Ja, so könnte man es auch ausdrücken. So, jetzt will ich hoffen, dass sich das da oben aufbaut. Hier genug Energie da hoch transferiert werden kann. Und dann irgendwann das mal anfängt. So, das da rein. Kabel kann ich eigentlich auch hier lassen. Genauso wie auch die Markierer und die Fackeln. Wie sieht das? Ja, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Könnte ich mal mitnehmen. Kann ja nie schaden. So. Nach Frauentausch, jetzt neu, Batterientausch. Was haben wir denn da? Nur so ein Schleimspucker. Fieses Vieh. Wer sonst?
kriegen wir nicht mehr viel raus. Das sind im Übrigen diese Plöpptüren. Vanishing Block. Ist aber noch Work in Progress. Also. Eine Einmaltürlösung. Server lebt noch. Sehr gut. Die Vögel zerobsten die Bäume. Ja, irgendwie sowas. Staatssucht. Vogelstar. Ja, darf's ja überall nicht dran gehen. Früher gab es da mit dem Luftgewehr und dann war das fertig. Ist ja heutzutage alles nicht mehr erlaubt. Kannst ja nicht einfach durch deinen Garten ballern. Wir sind ja nicht in Amerika. Was war das eigentlich mit diesem Anti-Waffen-Clip von wegen so ein Laden für gebrauchte Waffen, so, wo dann den Leuten erzählt worden ist, so, ja, und mit diesem Schrotgewehr wurde schon ein kleines Kind erschossen. Ja, ich meine, so kann man die Leute vielleicht auch davon überzeugen, dass nicht jeder unbedingt eine Pump-Action zu Hause im Schrank braucht. Früher war hier Holland. Die wird das wohl kaum interessiert haben. Ist jetzt die Frage, mache ich die aus Fichtenholz oder soll ich da eher helles Holz nehmen für Treppen? Da, wo ich gestern angefangen hatte. Ich könnte ja beides mal ausprobieren. Muss ich mir aber noch wenig Birke reproduzieren. Ich weiß gar nicht, wie ich die Wand jetzt mache, ob ich da... Ja, ich will's... War nur ewig dieses helle Holz, ist dann doch ein bisschen öde. Mmh, 30 Jahre und sie sind nicht tot und blühen immer noch. Also die Bäume. Also das ist jetzt 30 und sind nicht tot. Dann blühen immer noch. Also die Bäume. Ja, ja, ist doch wunderbar. Ist ja wunderbar. Jetzt bin ich gerade wieder aus dem Konzept gerissen. Ja, Wandgestaltung. Wie gesagt, wenn ich das aus Schnee mache, dann sieht das alles so ein bisschen aus wie ein OP-Saal. Habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Und da dann wieder Edelsteine verbauen? Ja, ich weiß nicht. Kann da vielleicht mit Goldapplikationen arbeiten, aber irgendwie... Könnte ich auch mal Vorschläge machen, für, was für ein Stein dann in dieses, ja, in diesen Luxusbereich reinkommt. Ja, wie gesagt, könnte ja dann noch eine eigene Dreizimmerwohnung werden mit entsprechend großem, geräumigen Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer und anderen Sachen. Die Opas. Den Haken wollte ich nochmal im Badezimmer unten ausprobieren. Und wenn der nicht klappen sollte, dann vielleicht ein Hebel. So ein Hebel sollte sich da doch eigentlich draufsetzen lassen. Ich müsste es mal ausprobieren. Wenn das klappt, dann wäre das schön. Dann würde ich nämlich in das andere Badezimmer auch so einen Hebel als Duschkopf bauen. Oder als Kopfbrause vielmehr. Was es dann ja wirklich wäre. Klugscheiß. Ja. Kommt manchmal nicht aus seiner Haut raus. Eine helle Holzwand, eine dunkle Holzwand, Bücherregale. Ich werde die Bücherregale aber nicht an die Seitenwände setzen können. Dafür ist da zu wenig Platz.
Eine Wand wird sich aber sicherlich noch finden lassen. Ist das denn jetzt Birke hier überhaupt? Ja, das ist Birke. Mal ein bisschen davon reproduzieren. Rote Wolle. Deckard, wenn er, ich glaube, die Russen sind da. Ja, ist natürlich Kult in meinem Berufsbild. Gehört das quasi zum Pflichtprogramm, dass man die Filme gesehen hat. Und gerade so den ersten Teil mehr oder weniger auswendig kann. Soll ich mich mal ins Bettchen legen, wenn das denn funktioniert? Prinzessinnen-Schloss. Oder? Ne, noch nicht. Erst baue ich mir noch mal ein paar Treppen. Wo ich da hinten nicht rumrenne. Ah. Ja, das Getränk, das ich mir da wieder zurechtgebraut habe, das ist wieder ganz was Besonderes. Memo an mich selbst. Niemals eine Brausetablette in Cola auflösen. Sag mal, sind wir auf dem Fußballplatz oder was? Ich guck nochmal in die Flasche, wie spät dort ist. Ah, und ich brauch noch Fichte, genau. Da habe ich jetzt ja gar nicht dran gedacht. Vielleicht gleich erst noch mal einen Teller Suppe, wenn dann da noch einer in der Kiste ist. Natürlich nicht. Könnt ihr auf so einem rohen Mief rumnagen. Ist aber nicht so lecker. Da, Fichte. Viel ist es nicht, aber so ein Stack oder so, den bräuchte ich schon. Ein paar Kirschen hinterher drücken. Der Ball ist verhaftet. Ja. Ich kann es bestätigen, also es gibt sie alle. Es gibt die Werners, die Eckarts, die Meister Röhrichts. Es gibt sie alle. Und nicht, dass ihr jetzt meint, das sind so irgendwelche Ausnahmeerscheinungen. Nee, da... Nee. Ich sag mal so, es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen so sind. Wieder in die Trickkiste greifen. Jo. Läuft. Meister Röhricht. Aber ähnlich wie bei Stromberg, was Büro angeht, sind diese Werner-Comic-Verfilmungen natürlich auch nur... Ja, was heißt nur? Aber ist halt doch eher so das Kondensat aus langjähriger Erfahrung.
wenn ich hier oben noch eine Etage reinziehen will. Ja, dann sollte ich die mal bauen. Ne? Damit ich dann auch weiß, wo ich die Treppe hier unten mal anfangen lassen muss. Klingt für meinen Geschmack logisch. So, die Lämpchen mal weg. Ach, den anderen Rucksack haben wir hier. Entweder brauche ich mal einen größeren Rucksack. Oder... irgendwie, keine Ahnung. Klo wird ohne H geschrieben. Wir brauchen das Towerwood. Holen wir uns das mal eben. Wieder die Frage, bis wo? Ja. Aber dann auch vielleicht hier oben, nur bis da. Ach, Menno. Haltbarkeit 1. Ich will mal eine andere Axt haben. Hätte ich natürlich auch gerade mitnehmen können. Aber nur nach 10 Stunden Arbeiten bin ich immer ein bisschen porös. Eigentlich bin ich immer porös, gebe ich ja zu, aber nach 10 Stunden Arbeiten ganz explizit. Ist auch die Frage, ob ich das Zimmer dann überhaupt so hoch bauen will. Nee, habe ich jetzt gerade wirklich nicht auf dem Schirm, welcher Teil das ist oder sein könnte. Aber man merkt schon, dass der Typ sich auskennt. Ich glaube, weiß nicht, Brösels Bruder hat irgendwie eine Ausbildung zum Sanitär-Heizungsinstallateur gemacht. Meine, irgendwie so war das. Aber das merkt man auch. Also es gibt da schon so ein paar Insider.
Und nicht nur das Ideal Sonderbecken. Auch der Sack mit Rakofix, der hinten auf der Ladefläche liegt. Mehr Gänsefett zu mir nehmen. Danke, ich bin schon fett genug. Es ist hoch hier, ne? Zwei, drei, vier. Wenn ich es 4 Meter hoch mache. Noch eine Etage zwischen sie. Kann man machen, würde ich sagen. Ich denke, ich habe heute schon genügend Transfettsäuren und tierisches Fett und Eiweiß zu mir genommen. Heute ist ja auch Mettwoch. Und das heißt, bei uns in der Firma gibt es dann immer frische Mettbrötchen. Also nicht nur frische Brötchen, sondern auch gute Butter. Und frisches Mett vom Metzger, vom selben Tag, mit frisch gehäckselten Zwiebeln obendrauf. Fang schon wieder an zu sabbern. Und so ein Brötchen kostet 1 Euro. Und das ist richtig was mit Belach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das liegt in der Tat daran, dass es Towerwood ist. Aber wenn man mit dem Flugring rumdüst, dann ist es sowieso grundsätzlich so, dass die Werkzeuge, seien sie noch so gut, länger brauchen, Sachen abzutragen. Hicks ist ein Schluck auf. Sachen abzutragen. Ja, und vorhin hatte ich noch eine leckere Pommes. Aber eine leckere Pommes. Keine doofe Pommes. Da muss ich ja sagen, gibt es hier Quellen für gute Fritten? Weil, ich sag mal, allein schon der niederländische Druck dahingehend ordentlich ist. Manche das hier aber noch nicht so begriffen haben. Was die Deutschen hier auch noch nicht begriffen haben, bis, ich glaube, eine oder zwei Ausnahmen, das ist das Konzept des Resinsacks. Einer ganzen Plastetüte voll mit Pommes, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo dann halt für eine ganze Familie Pommes drin sind. Und da kriegt man schön diese Einweg-Pappstar-Plastebecher voll mit Soße, Saté, Yuppie und sonst noch Soße. Könnte man sich reinsetzen. Alles super gesund und so. Natürlich, ich bin Vertreter der 3P-Theorie. 3 Grundnahrungsmittel, Pizza, Pasta und Pommes. Ich brauche mehr Towerwood. Ich würde sagen, ins House of Spawn. Da hatte ich ja gestern auch schon welches geholt.
sich, dass er sich schlapp fühlt. Wie gesagt, nach 10 Stunden Arbeit kann das schon mal sein. Ne, die andere Axt habe ich wirklich nicht dabei. Da ist auch voll, da kriege ich auch nichts mehr rein. Naja gut, müssen wir halt damit leben. Aber ich könnte nochmal die... versuchen, die Duschköpfe anzubringen. Nein, ich glaube, du hast mich nicht falsch verstanden. Ich habe gesagt, dass du ein Gourmet bist. Von mir habe ich gar nicht geredet. Aber ich kenne das Problem, dass mir niemand zuhört, wenn ich was sage. Ist auf der Arbeit auch schon mal so. Ich habe in-game mehr Follower als bei Twitch. Warst du da, als du das gemacht hast? Ne? Wie alt bist du jetzt? Solche Sachen kannst du vielleicht machen, bis du 30 bist. Dann ist aber auch Schicht. Kannst du da mal gepflegt vergessen. Reinhacken. Dann bauen wir einfach noch eine Etage oben drauf. Könnte man ja zum Beispiel das Schlafzimmer reinmachen. Aber ich würde sagen, dann geht das nur so bis hier. Ja, das ist ja. Kennst du mich doch. Dazu müsst ihr wissen, Cyrus ist quasi mein Ernährungsberater. Er schreibt mir immer vor, was ich essen soll und tun muss. Ein wenig länger erhalten bleiben. Dafür müsste ich ganztags streamen, gar keinen Stress mehr haben und total chilliges Leben leben. Dann könnte das klappen. Ansonsten gibt es nicht viele Möglichkeiten. Zwangsjacke oder Hobo with a Shotgun. So, entweder werde ich mal ganz dual von der Arbeit abgeholt oder ich renne da mit einer Schrotflinte rein. Nein, Scherz. Freedom or Fire. Ich glaube, Machine Head. Kann dann. Ich meine wohl. Was ist das schon wieder für ein Knochentanz da unten? Ey! Ich muss langsam wirklich mal einen neuen Bogen bauen.
weiß gar nicht, ob es stimmt. Wahrscheinlich schon. Dass die dritte Episode von Game of Thrones rausgekommen ist. Ich habe da heute jetzt mal noch nicht nachgeguckt. Aber es wäre doch eigentlich eine ganz witzige Sache. Für morgen zum Beispiel. Die Treppe da jetzt hin. Die Richtung. Geht denn da schon wieder für eine Monsterparty? Morgen gibt es nur noch Entenfett und einen schönen Becher Bratensauce zum Durchspülen. Mmh. Bögen reparieren, ja, das wäre mal schön. Aber ich habe ja eine kleine Kollektion mehr oder weniger angelegt an aufgetragenen Bögen. Wobei ich in letzter Zeit dazu tendiere, das heißt in letzter Zeit, die halten ja schon eine gewisse Zeit. Aber dann tendiere ich halt immer das Gleiche da drauf zu geben. Hallo, Altai! Kann man mitspielen? Das ist ein privater Server hier, das tut mir leid. Und da spielen auch nur Leute mit, die ich zumindest persönlich kenne. Also. Wobei es mit Sicherheit irgendwann in Zukunft auch nochmal die Möglichkeit geben wird, zumindest mal gucken zu kommen. Aber ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Wahrscheinlich irgendwann nach Ostern. Apropos Ostern, Kraftfreitag, werde ich also auch wieder einen 24-Stunden-Stream machen. Wieder Karfreitag ab 12. Das, wie heißt das dann? Ostersamstag? Wahrscheinlich. Oktersamstag. Das ist aber irgendwie noch zu nah dran, würde ich sagen, ne? Ich da mit dem. Ich habe es mir anders überlegt. Ja, 24-Stunden-Stream. Ich habe schon wieder einen Faden verloren, ey. Ja, in der Tat, wir haben da schon einige schlechte Erfahrungen gemacht auf dem Server. Wir haben hier auch keine Grief Protection drauf. Und das, nee. Das machen wir nicht. Ja, das wäre sehr witzig. Wir könnten ja mal gucken, ob wir nicht irgendwo zusammen dran weiterbauen können. Natürlich schon das ein oder andere so überlegt, aber wie gesagt. Danke für den Follow, Altai. Wie wollte ich das denn jetzt machen? So, ja, so, zack, zack, zack. Zum Beispiel den Flughafen. Mal interessant, ob wir den nicht irgendwie mal fertig bekommen. Vielleicht hat Snone ja auch noch Bock. Weiß man ja nicht. Natürlich noch nicht nach oben, aber mal sagen, ist doch eigentlich ganz gut hier.
abreißen und neu machen. Der ist viel zu klein. Das Hauptgebäude an sich oder jetzt auch, was die Landebahn angeht? Ja. Spricht ja grundsätzlich nichts gegen. Dann bleibt natürlich auch noch die Frage der Beleuchtung hier. Ne? Unten hört man ja schon die fiesen Viecher. Oh, hier gepflegt nach oben. Oh, hier. Ein schickes Wohnzimmer. Und dann hier vielleicht dann quasi die Treppe nach oben. Wo man dann hier irgendwie ein Schlafzimmer oder so reinmachen könnte. Hatte ich jetzt so gedacht. Hab auch schon so eine kleine Idee, so von wegen Himmelbett. Und vielleicht kann man das Ganze ja dann noch mit Wolle irgendwie erweitern, dass man dann quasi eine größere Liegefläche hat. Wieder leer. Da reicht das ja eigentlich auch, wenn man dann so 3 Meter hoch sind. Und für ein Schlafzimmer, denke ich mal, sollte das alle mal reichen. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, sollte ich mal gucken, wo hier die Mitte ist. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14. 14. Naja, suboptimal, aber egal. Und hier müssen wir dann, wie gesagt, mal gucken, was so beleuchtungstechnisch da noch geht. Also wollte ich weniger diese Küchengeschichte hinbaumeln, als dann irgendwie mal vielleicht irgendwas Schickes. Wäre mal was. Wäre ja mal zu überlegen. Gut, tja. Dann haben wir heute die Quarry ans Arbeiten gebracht. Und ich will hoffen, dass sie noch eine ganze Menge Towerwood abwerfen wird. In möglichst kurzer Zeit. Am besten dann auch hier dieses Encased Towerwood, also quasi die gelbe Variante davon. Und da muss ich mir nochmal überlegen, wie wir hier dann die Wand bauen. Wie gesagt, ihr könnt ja auch mal Vorschläge machen. Landebahn für Zivilflugverkehr sollte schon so um die 4 Kilometer lang sein. 4 Kilometer? Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass die 4 Kilometer lang sein sollen. Ja, sicher. Müsste ich jetzt bei Wikipedia nachschlagen. Kann ich nicht sagen. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, für heute möchte ich den Stream an dieser Stelle beenden. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein ganz klein wenig Spaß dabei, bei dem, was ich hier mache. Und schaltet auch morgen ein, wo ich ja, wie gesagt, nicht so ganz sicher bin. Ich glaube nicht, dass Dr. Snone schon irgendwie eine Abenteuerkarte organisiert hat. Und selbst wenn, juckt es mir wieder in den Fingern, Cities Skylines weiter zu zocken. Beziehungsweise, ich würde natürlich auch gerne die 3. Folge von Game of Thrones zocken. Alles so schön bunt hier, ich kann mich gar nicht entscheiden. Lasst euch überraschen, werden wir da morgen Abend sehen. Vielleicht entscheide ich da wirklich ganz kurzfristig und intuitiv. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt, dann empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal unter youtube.com/rotzkocher. Da findet ihr vorangegangene Streams aus dem Haukenland und fortlaufende Let's Plays von momentan der Abenteuerzeit, die Dr. Snone und ich vor geraumer Zeit gezockt haben. Und Fallout New Vegas. Und da bin ich momentan im DLC Lonesome Road.
den ich vorher auch noch nicht gezockt habe. Und ist ein bisschen schlauchartig, muss ich sagen, aber macht trotz der Schwierigkeit viel Spaß. Eine Folge ist irgendwie blöd vergospelt. Irgendwie hat er da meine Soundspur gar nicht aufgenommen. Ich weiß gar nicht, woran das gelegen hat. Egal. Könnt ihr euch ja gerne mal, wie gesagt, unter YouTube selber ein Bild von machen. Wenn ihr meinen ganzen Quatsch mitbekommen wollt, abonniert mich bei Twitter. Unter @trotzkocher erfahrt ihr immer, wenn ein Livestream beginnt, ein Video veröffentlicht wird oder ich einfach nur irgendeinen Quatsch tweete oder retweete. Jetzt wünsche ich euch noch einen ganz fantastischen Abend. Eine gute irgendwas und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Und wie gesagt, lasst euch überraschen. Macht's gut. Ciao.